Deshalb müssen wir strategisch denken. Um eine Chance zu haben, unser Weideland urbar zurückzubekommen, müssen wir unbedingt erreichen, dass wir eine rechtskräftige Gewährleistung erhalten über die Renaturierung unseres Landes. Ja. Und heute sollten wir klären, wie wir dabei vorgehen wollen. Das ist die Frage. Schwierig. In Ulaanbaatar sitzen die Politiker. In ihren Häusern mit Wasserhähnen aus Gold. Aber sie scheinen zu vergessen, dass ihre Ahnen und Urahnen genau wie wir einmal Nomaden waren. Die großen Minengesellschaften kommen aus dem Ausland. Sie haben doch gar keine Verbindung zum Land und den Leuten hier. Das ist das Problem. Sie ziehen das Gold aus dem Land und sind wieder weg. Ja. Genau. Das Land, unser Land, ist unsere Lebensgrundlage. Aber auch immer mehr von uns beuten unser Land aus. Wie kann das passieren? Wir sollten auch davor die Augen nicht verschließen. Was meinst du damit? Das weißt du doch genau. Dazu sage ich nur, bevor uns die Ausländer ausrauben, nehmen wir das Gold da lieber selbst, oder nicht? Was nützt dir aber das ganze Gold? Isst du's oder trinkst du's? Soll ich's dir sagen? Ha? Sag's mir! Ja, ich sag's dir. Es macht reich und deshalb sind die Menschen glücklich, wenn sie es besitzen. So ist das. Ja, klar. Also die Menschen sind glücklich, in Löchern zu sitzen und nach Gold zu schauen. Wir haben unsere Erde verloren. Wir doch auch. Ist das ein Grund? Wir haben doch ein Recht, hier zu leben. Das siehst du doch auch so, oder nicht? Ja, als Nomaden. Meine Kinder sollen die Möglichkeit haben, dass ja, sie glücklich genau. sind. Hui. Und auch. Du sagst es. Es geht um unsere Kinder. Kein Streit. Das führt zu nichts. Wir wollen alle nicht vergessen. Wir sind Kinder desselben Flusses. Wir bewohnen das Land seit Generationen, friedlich miteinander, als Nachbar, auf unserem gemeinsamen Land. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten und zusammenhalten. Wir sollten einen Verhandlungsführer wählen, um mit einer Stimme zu sprechen. Mein Vorschlag ist Erdene. Ihm vertraue ich. Ja, wir brauchen einen Sprecher. Einen, der für alle verhandelt. Wer dafür ist, hebt die Hand. In Ordnung? Erdene als Anführer? Ja. Danke. Danke für das Vertrauen. Das ist eine große Verantwortung für mich. Lasst uns versuchen, unser Land zu retten. Was willst du eigentlich bei Mongolia's Got Talent singen? Hi. Okay, wie ist dein Name? Erdene Amra. Ich habe mir gedacht, ich sing dort. Ich sing der Adern aus Gold. Ich bin der Meinung, dass wir erst einen Stopp für die Minen brauchen, die eigentlich nur Bodenproben nehmen dürfen. Hier sehe ich die größten Chancen. Was meint ihr? Papa, was habe ich mit eurem Streit zu tun? Sie ziehen das Gold aus dem Land und sind wieder weg. Das Land, unser Land, ist unsere Lebensgrundlage. Aber auch immer mehr von uns beuten unser Land aus. Wenn ich das singe, dann singe ich das für ihn.